Ja, wir blenden mal aus. Der kurft jetzt da noch ein paar Minuten durch alle möglichen Mollharmonien mit seiner E-Gitarre. Aber ja, was deutlich geworden ist oder worauf es mir ankam, das ist, hey, es gibt Beziehungen haben oft mit Kämpfen zu tun, mit Schmerz zu tun. Wir kriegen es nicht so ganz so hin, wie wir es uns wünschen würden. Und das ist Realität. Nicht nur am Anfang, sondern auch, wenn man schon eine ganze Weile miteinander unterwegs ist, verheiratet ist, wie auch immer. Und heute ist unser Thema, ehe es zu spät ist. Was können wir tun für unsere Beziehung, ehe es zu spät ist? Wie arbeiten wir daran, dass unsere Ehen, unsere Beziehungen lebendig bleiben? Und zwar über die lange Distanz hin. Und es ist ja ein Langzeitding. Erinnert euch an das erste Thema, für immer und ewig. Das gehört einfach, das ist die Perspektive. Okay, und ich habe mir echt überlegt, was für einen Text soll ich als Grundlage für meine Predigt wählen. Und ich hatte eine Idee und ich habe sie wieder verworfen und ich habe sie wieder ausgepackt. Und ich habe mich dann entschlossen, es einfach zu machen. Das ist ein Text, über den habe ich noch nie gepredigt, weil ich extrem viele Leute kenne, die da gleich die Stacheln ausfahren, wenn man es liest. Aber versucht mal, den Rollladen nicht runterzulassen, sondern euch einfach mal ein bisschen drauf einzulassen, das Ganze zu sehen, was da kommt. Es ist ein Text aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, ab Vers 21. Da schreibt Paulus, ordnet euch einander unter. So ehrt ihr Christus. So wie ihr Frauen Christus gehorcht, sollt ihr euch auch euren Männern unterordnen. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, weil sie ihn liebt, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er sie von aller Schuld gereinigt. Wie eine Braut soll seine Gemeinde sein, schön und makellos, ohne jeden Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum müssen auch die Männer ihre Frauen lieben wie sich selbst, weil sie als Ehepartner untrennbar zusammengehören. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Leib, vielmehr hegt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort. Ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und mit seiner Frau leben. Die beiden werden dann für immer zusammengehören. Das ist ein großes Geheimnis. Denn für mich zeigt sich an der Ehe beispielhaft die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, ein Mann soll seine Frau lieben wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann achten und ehren. Das ist ein sehr gewichtiger Text. Da steckt sehr viel drin, vor allem, weil es eben diese beiden Schichten gibt. Es gibt einerseits diese Aussagen, die sich auf Ehe beziehen, Mann und Frau und wie ist das? Und dann gleichzeitig geht es um Jesus und seine Gemeinde. Und da werden viele Verbindungen hergestellt. Das schaffen wir heute gar nicht, das alles irgendwie zu beleuchten. Das heißt, diesen Jesus- und die Gemeinde-Aspekt lassen wir jetzt mal einfach ziemlich weg. Und es geht um uns, Männer und Frauen. Und das ist schon auch ein bisschen kompliziert. Kann es euch ehrlich sagen, weshalb ich diesen Text noch nie gepredigt habe. Es gibt immer sofort Streit, wenn es darum geht, ihn auszulegen. Was in diesem Text ist jetzt zeitbedingt? Und das muss man eben im Zusammenhang sehen, dass damals eben das die richtige Botschaft war und was ist ewig gültig. Und da gehen die Meinungen echt weit auseinander. Ihr erlebt es manchmal, wenn ihr an Hochzeitsfeiern in verschiedenen Gemeindekontexten teilnehmt. Manchmal wird es so richtig klargestellt, also nur nochmal, dass das klar ist, die Frauen ordnen sich unter. Das ist ein bisschen übertrieben, ne? Und andere, die legen das mehr so aus, naja, dieses mit dem Unterordnen und so, das ist mehr so eine zeitbedingte Sache und es geht auch um gegenseitig und so. Man ordnet euch einander unter, ist der erste Vers und so. Und man muss aufpassen, dass man da nicht so eine Hierarchie draus ableitet. Oben ist der Mann, unten ist die Frau. Aber wie gesagt, die Meinungen gehen auseinander.
Und man muss nämlich sagen, damals waren die Frauen schon in einer anderen Situation, so gesellschaftlich gesehen als heute. Das, was wir heute so kennen, Männer und Frauen sind rechtlich gleichgestellt, okay, mit der gleichen Bezahlung funktioniert es noch nicht so ganz, aber so prinzipiell, das gab es damals natürlich überhaupt nicht. Vor kurzem habe ich eine Reportage gesehen über die Etrusker, wo eigentlich interessanterweise dargestellt wird, die Römer haben fast alles vernichtet, was von den Etruskern übrig geblieben war. Die Etrusker also waren eine hochgestellte Kultur in Italien und schon vorher da, bevor die Römer kamen. Und die Römer haben fast alles eliminiert. Und die Behauptung von dieser Fernsehsendung war, ich hab's nicht, kann das nicht überprüfen, dass es vor allem deshalb gemacht wurde, weil den Römern nicht gepasst hat, wie selbstständig die Frauen bei den Etruskern waren. Und sie wollten einfach ihre Frauen mehr unterm Deckel halten. Und es ist tatsächlich so gewesen, bei den alten Römern, auch bei den alten Griechen, da hatten Frauen nicht viel zu melden. Das ganze öffentliche Leben, alles haben die Männer bestimmt. Es gab ein paar, wir kennen aus der Geschichte, so aus der Römischen Republik, ein paar bekannte Frauen und so, und die konnten auch manchmal ein bisschen was bewirken, aber eigentlich nur durch das Geld, das sie geerbt hatten. Von ihren Vätern oder von ihren Männern, wenn sie Witwe geworden sind. Aber selber einfach so frei sich zu entfalten, ein eigenes Leben, selber Geld, und das war alles damals nicht bekannt. Selbst diese antiken Demokratien, die für uns so vorbildlich sind, die griechische Demokratie, die römische Republik und so, das war ja eigentlich immer nur die Herrschaft einiger weniger reicher Männer. Millionen von Sklaven waren ausgeschlossen und Frauen sowieso. Und das ist auch noch nicht so lange anders. Also vor 100 Jahren noch, gab es intelligente Männer in Europa, die gesagt haben, vollen Ernstes, Frauen kann man nicht wählen lassen, sie sind zu dumm. Das war ein Riesenkampf. Wahlrecht für Frauen und so weiter und so fort. Und von daher muss man schon überlegen, hey, was war jetzt damals anders als heute? Und was, wenn solche biblischen Texte reinsprechen in die Situation, in der die Leute gelebt haben, muss man einfach auf dem Hintergrund sehen, auf dem es gesagt wurde. Und dann überlegen, so wie die Leute gelebt haben, in welche Richtung tendiert es? Und ich finde es einen sehr, sehr wichtigen Gedanken. Wir werden es heute jetzt nicht so riesig vertiefen, aber in der Jahresmitte machen wir eine Predigtreihe, wo es unter anderem um diese Themen geht und wo ich deutlich machen werde, die Reihe haben sie mir überlassen. Ich wollte sie haben unbedingt. Dass Frauenrechte ein Gedankengut ist, ideengeschichtlich, was wir Jesus Christus zu verdanken haben. Aber es ist jetzt heute nicht unser Thema. Christen haben damals im Großen und Ganzen sich eingefügt in die gesellschaftlichen Verhältnisse und einfach so das Beste draus gemacht. Christen haben nicht generell sich aufgelehnt gegen Sklaverei. Sie haben auch nicht gesagt, dieses Zusammenleben von Mann und Frau, das stellen wir jetzt mal auf den Kopf. Und trotzdem haben sie viel Gutes da reingebracht in all diese Zusammenhänge und gezeigt, wie kann man besser damit leben, wie kann man besser damit umgehen. Und es gibt generelle Aussagen in der Bibel, die geben einfach die Richtung vor. Galater 3, Vers 28, in Christus ist nicht Mann oder Frau, in Christus ist nicht Herr und Sklave. Da gibt es eine prinzipielle Gleichwertigkeit. Und deshalb denke ich auch, manches, was so manche Leute aus diesem Text heraushören, ist echt zeitbedingt. Das können wir heute so nicht mehr einfach sagen. Oder wir müssen es einfach in einer strengen Gegenseitigkeit von Mann und Frau aufeinander beziehen. Galater 3, Vers 28 gilt einfach viel, viel mehr. Und was eine Frau heute kann und darf, auch in der Kirche, auch in Gemeinde, das hängt vor allem mit den Gaben ab, die Gott gegeben hat. Es hängt von der Berufung ab, die Gott ihr gegeben hat und nicht von ihrem Geschlecht. Und solange ich lebe, wird jedenfalls keiner mich dazu kriegen zu sagen, ich will in einem christlichen System leben, wo Frauen nicht leiten dürfen oder Frauen nicht predigen dürfen oder sowas. Das ist nicht Evangelium für mich. Auf der anderen Seite ist es so, man kann auch nicht einfach nur sagen, ist alles Gleichmacherei und so. Gender-Gaga ist auch Quatsch.
Also, man kann nicht einfach sagen, Männer und Frauen, es kommt alles aufs Gleiche raus. Und es ist alles nur, du entscheidest dich als Kind, was du lieber sein willst. So ist ja heute diese Ideologie, was du lieber sein willst. Und alles andere ist anerzogen und so. Die Bibel geht schon davon aus, und das sagt einem, finde ich, auch der gesunde Menschenverstand, dass Männer und Frauen schon ein bisschen verschieden sind. Ne? Manchmal sogar ein bisschen gewaltig verschieden. Und genau das macht unsere Beziehungen ja spannend. In jeder Beziehung, in der wir leben, auch wenn wir lange verheiratet sind, da gibt es so eine besondere Konstellation, da kommen so ganz persönliche Eigenheiten rein, die jeder und jede von uns mit sich bringt. Ich bin als Mann anders als viele andere Männer, die hier sind. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die sind einfach typisch Mann und typisch Frau. Und die kommen auch noch mit rein in unsere Beziehungen. Und dann gibt es ein schönes, explosives Gemisch. Und es kann nur klappen, wenn wir lernen, miteinander zu leben. Wenn wir daran arbeiten, dass wir unseren Partner besser verstehen. Wenn wir begreifen, was er, was sie braucht. Wenn wir bei diesem ganzen Prozess unser Bestes geben. Und deshalb finde ich diesen Text echt super. Denn wenn ihr einfach mal die entscheidenden Verben euch rausgreift, die in diesem Text drin sind, das sind Sachen, die brauchen wir ganz, ganz dringend für unsere Beziehungen, für unsere Ehe. Nur so kann es gelingen. Und es ist eigentlich egal, was wir davon wir auf die Männer verteilen, auf die Frauen. Beide brauchen eigentlich alles. Es ist wichtig, dass wir lernen, uns einander unterzuordnen. Es geht nicht um mich. Ich muss mich nicht durchsetzen. Ich muss nicht gewinnen immer. Sondern wenn eine Ehe, wenn eine Beziehung gelingen soll, dann muss ich immer wieder auch fragen, hey, was braucht sie, was braucht er und wo muss ich dann zurückstecken? Es ist wichtig, dass wir lernen, Verantwortung zu übernehmen. Es ist wichtig, dass wir lernen, zu lieben. Und das hat man nicht am Anfang und dann wird es immer weniger und es verflüchtigt sich, sondern daran kann man arbeiten. Das ist auch eine Entscheidung. Das ist auch etwas, was in der Praxis viele, viele, viele Gesichter hat. Ich finde es ganz schön, diese Begriffe, die dann Paulus hier gebraucht, nähren. Eine Beziehung muss gefüttert werden. Und zwar, ihr wisst es auch, man isst nicht einmal und dann nie wieder. Das ist etwas Ständiges, was immer dazugehört. Täglich eigentlich, ne? Sonst ist das Leben irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Oder pflegen. Beziehungen brauchen Pflege. Es ist wichtig, dass wir einander achten. Einander wirklich wichtig finden und sagen, wie kann mein Partner noch viel, viel mehr das Zentrum sein meiner Gedanken, meiner Anstrengungen, meiner Fantasie, dass wir einander ehren. Es ist so, das wissen wir alle, der Zahn der Zeit nagt an unseren Beziehungen. Das wird nicht automatisch besser von Jahr zu Jahr, im Gegenteil. Es ist sehr, sehr gefährlich, wenn man länger beieinander ist, dass es Schwierigkeiten gibt, dass manches sich verflüchtigt. Dass wir merken, das Fundament, auf dem wir stehen, gemeinsam als Paar, es bröckelt. Und das ist wirklich so ein Geheimnis, da musst du nichts machen. Du kannst einfach nur zugucken und es wird immer mieser. Du musst nicht mal unbedingt so riesig viel falsch machen, also aktiv. Es reicht einfach nur nichts zu tun. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, an unseren Beziehungen zu arbeiten. So wie Paulus es hier schreibt, dass wir uns einander unterordnen. Ich lese die ganze Liste nochmal vor. Dass wir Verantwortung füreinander übernehmen und für den Bereich, in dem wir leben, ist das ganz, ganz wichtig. Mal ist es wichtig, dass die Frauen das lernen, mal ist es wichtig, dass die Männer das lernen, aber wir machen es uns da oft zu einfach. Zum Beispiel sagt die Bibel, Kinder zu erziehen, vor allem wenn es um religiöse Erziehung geht, das ist Männersache. Und wir Männer denken oft, ja, unsere Frauen, die machen das schon, die können das besser. Ne? Verantwortung übernehmen, wichtig.
Oder dass wir eben wirklich lieben und uns bewusst dafür entscheiden und sagen, manche Dinge darf ich da nicht machen. Wenn ich wirklich lieben will, dann kann ich manche Dinge nicht sagen. Auch wenn ich sauer bin, wenn ich liebe, dann muss ich das praktisch auswirken. Ich nähren, pflegen, achten, ehren. Und weshalb das so notwendig ist, möchte ich euch erklären anhand eines Modells, das uns mal sehr inspiriert hat, Doris und mich, in einem Ehebuch von Willard Harley. Das heißt, meine Wünsche, deine Wünsche. Dieser Harley ist einfach so ein christlicher Berater, der geht sehr vom Glauben heran und er hat viele Paare begleitet und guckt, was brauchen die eigentlich, damit ihre Beziehung gut läuft und warum klappt es manchmal auch nicht so gut, warum entfremden Paare sich voneinander, warum kommt es zu Ehebruch und zu Affären und solchen Dingen. Und seine Grundgedanken, die will ich euch einfach mal kurz erklären. Ich finde es auch relativ unterhaltsam und sehr, sehr, sehr anschaulich. Deswegen greife ich auf dieses Modell zurück. Und er sagt einfach, jeder Mensch hat gewisse Grundbedürfnisse. Und das gilt erstmal so ganz persönlich für mich. Ich habe andere Grundbedürfnisse als andere hier im Raum. Jeder hat da so seine eigenen Ansprüche und seine eigene Mischung. Und dann gibt es noch so besondere Bedürfnisse, die sind im Allgemeinen eher bei Männern anzutreffen. Und es gibt besondere Bedürfnisse, die sind im Allgemeinen eher bei Frauen anzutreffen. Typisch weibliche Bedürfnisse nach Willard Harley sind das Bedürfnis nach Zärtlichkeit, das Bedürfnis nach tiefer Kommunikation, das Bedürfnis, so ein richtig tiefes Verstehen herzustellen auf einer emotionalen Ebene, das Bedürfnis nach Sicherheit, finanziell auch, das Bedürfnis, dass er ein guter Vater ist für meine Kinder und sich da rein investiert, wenn sie groß werden. Und so ein paar typisch männliche Bedürfnisse nach ihm sind, wie gesagt, da gibt es immer Ausnahmen, das Bedürfnis, gemeinsam Freizeit zu gestalten, das lieben Männer, oder das Bedürfnis einfach nach erfüllter Sexualität oder ein harmonisches Zuhause, wo es nicht so viel Stress und nicht so viel Theater gibt, sage ich einfach mal, oder Anerkennung und Bewunderung, dass meine Frau echt mich toll findet. Typisch männliches Bedürfnis und so. Und die Frage ist einfach, wie gesagt, es ist sehr, sehr unterschiedlich auch, aber wie kannst du wissen, was dein Partner für Bedürfnisse hat? Man könnte raten. Man könnte von sich selbst ausgehen. Das ist nicht so der gute Weg. Der beste Weg ist einfach, wer redet mal drüber. Also man muss einfach ganz viel sich drüber austauschen. Was brauchst du denn? Was wünschst du dir von mir? Wann geht's dir gut mit mir? Darüber müssen wir miteinander ins Gespräch kommen. Und es kann auch sein, dass sich das im Laufe der Jahre ein bisschen verändert. Du kannst nicht davon ausgehen, das hat sie mir vor 27 Jahren mal erzählt. Und ich glaube, ich habe es ein bisschen verstanden oder so. Darüber müssen wir sprechen. Und Willard sagt, hey, wir sind nur glücklich in einer Beziehung, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Und er hat da einen interessanten Vergleich. Er vergleicht es mit einem Bankkonto. Das finde ich sehr anschaulich. Er spricht von der Liebesbank oder vom Liebeskonto, was wir haben. Und unser Ziel muss sein, dass wir das Liebeskonto unseres Partners füllen. Und das geht mit ganz viel Kleingeld, um es mal so im Bild zu sprechen. Es sind ganz, ganz viele kleine Dinge, die normalerweise das Konto voll machen. Und am Anfang unserer Beziehung, da ist es in der Regel ziemlich einfach, da ein fettes Guthaben anzusammeln. Denn das hatten wir schon mal in dieser Predigtserie. Am Anfang sprichst du alle Liebessprachen und egal wie, du investierst dich da rein, du bringst tolle Geschenke. Und du machst tolle Komplimente und es gibt tiefe Gespräche und super Zärtlichkeit und all so Dinge, die leben wir ja, wenn wir verliebt sind, die wir später gar nicht mehr wissen, dass das in uns schlummert manchmal. Und dadurch entsteht so ein richtig fettes Guthaben. Das ist super. Deswegen geht es uns oft am Anfang unserer Beziehung richtig gut, weil einfach da fett was angehäuft worden ist und so. Und später, wenn wir auch länger zusammen sind, funktioniert es immer noch nach demselben Prinzip.
Also das ist wirklich ziemlich simpel, banal, aber ich glaube, genau so ist es. Also er bringt ihr Blumen mit nach Hause, nach der Arbeit. Ein Punkt auf dem Liebeskonto. Es geht leider nicht so schnell. Oder, naja, das ist ja ein bisschen relativ, ne? Aber, oder sie schaut mit ihm Fußball. Hey, das gibt einen Punkt. Oder er erkundigt sich ganz liebevoll. Hey, Liebling, wie war dein Tag? Hey, sie hört es gern. Es gibt einen Punkt auf dem Konto. Oder er kriegt am Wochenende sein Lieblingsessen. Hey, das ist ein Punkt auf dem Konto. Er macht ihr ein tolles Kompliment zu ihrem neuen Kleid. 2 Punkte auf dem Konto. Und so weiter und so fort. Also das ist ja nicht immer bei allen gleich. Das müsst ihr einfach wissen, wie funktioniert das bei uns. Und es gibt auch gemeinsame Aktivitäten. Da kann dann jeder einen Punkt irgendwie oder so mehrere. Ein schönes Candlelight-Dinner. Sie gibt 3 Punkte dafür, er gibt 2 Punkte dafür oder so. Leidenschaftlicher Sex, er gibt 3 Punkte, sie gibt einen oder andersrum. So ein gemeinsamer Wochenendtrip nach Hamburg mit Musicalbesuch, beide 4 Punkte. So füllen wir ein Liebeskonto. Es sind oft Kleinigkeiten, es sind Dinge, die einfach so in unserem Alltag drin sind oder nicht drin sind. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Konto immer wieder füllen. Denn, jetzt kommt das Problem, der Alltag frisst ständig Punkte runter von diesem Konto. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Manchmal sind wir selber schuld dran, dass da Punkte runtergehen, ne? Jetzt hat er schon wieder seine Socken rumliegen lassen, obwohl ich es ihm schon so oft gesagt habe. 1 Punkt minus. Oder sie hat beim Shoppen schon wieder das gemeinsame Konto gewaltig überzogen. 1 Punkt minus. Oder er lässt seinen Frust über den Chef an unserem Hund aus. 2 Punkte minus. Oder sie kommt von der Arbeit, er ist schon da, sitzt auf dem Sofa und anstatt ihn freundlich zu begrüßen und so, sagt sie, hätte auch was kochen können, schon mal. Also so gibt es nicht nur die Möglichkeit, was draufzuladen auf das Konto, sondern auch was runterzuholen. Aber oft sind es die Dinge, die wir gar nicht so in der Hand haben. Oft ist es einfach der nervzehrende Alltag, der unser Konto leer frisst. Schreiende Kinder in der Nacht. Überstunden wegen dieses blöden Projekts, das einfach kein Ende nimmt. Zu viel Routine im Miteinander. Finanzsorgen. Und dann kommt der lang ersehnte Urlaub und dann gibt es Magen-Darm-Virus. Ne, so ist unser Leben. Im Alltag gibt es viele Liebestöter, das finde ich einen schönen Ausdruck, den gab es mal in einem Family-Artikel vor langer, langer Zeit. Es gibt viele, viele Liebestöter im Alltag, die dafür sorgen, dass wir mit unseren Bedürfnissen und Sehnsüchten leer ausgehen. Und das ist sehr, sehr schwer, zum Beispiel, wenn man kleine Kinder hat. Wir lieben unsere Kinder, aber manchmal sind sie Liebestöter. Und es gibt andere Herausforderungen, wenn wir älter werden. Und wenn unsere Beziehung ja in die Jahre kommt, wie viele Jahrzehnte beieinander sind. Und es lässt sich einfach nicht vermeiden, dass im Lauf der Zeit ständig Punkte verschwinden von unserem Liebeskonto. Und wenn wir deshalb nicht ständig dran arbeiten, dass da wieder was eingezahlt wird, dann wird es irgendwann schwierig, weil wenn immer nur Schwindsucht herrscht, auf dem Liebeskonto, dann geht es übel aus. Wenn das Konto gefährlich zusammenschrumpft oder vielleicht sogar in die Miesen rutscht, das kann auch passieren, dann wird es gefährlich für unsere Beziehung. Wir merken das manchmal nicht so richtig deutlich, weil es eben sehr, sehr schleichend vor sich geht. Es dauert Monate, es dauert Jahre vielleicht. Aber irgendwann merken wir, hey, das Konto ist leer. Und niemand will mit einem leergeräumten Liebeskonto leben. Generell gilt, je voller das Konto ist,
desto glücklicher sind wir mit unserem Partner. Desto mehr fühlen wir uns zu ihm hingezogen. Desto wohler fühlen wir uns in seiner Gegenwart. Das ist wie so ein Barometer, wo sich die Qualität unserer Beziehung dran messen lässt. Und wir sollten immer ein gutes Polster haben auf unserem Liebeskonto. Denn es kann immer auch unverschuldet mal eine Krise kommen, die einfach mal auf einen Schlag ein paar hundert Punkte runterfrisst. Und wenn dann nichts mehr drauf ist, dann wird es eng. Immer wenn unser Liebeskonto gegen Null tendiert, dann ist unsere Beziehung extrem gefährdet. Die meisten Menschen halten das nicht lange durch. Und das wird dazu führen, dass wir, egal wie christlich wir sind oder nicht, den Wunsch verspüren, auszubrechen aus der Beziehung, uns zu trennen, eine Auszeit zu nehmen, wie auch immer. Es geht manchmal sehr, sehr langsam, sehr, sehr schleichend. Ich mache es nochmal als Beispiel. Also, du sagst dir als Frau, mein Mann ist so ein richtiger Langeweiler geworden. Es gibt keine Überraschungen mehr, es ist alles vorhersehbar, es ist alles berechenbar. Komplimente, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anhört. Immer kommt er gestresst aus der Arbeit und alles ist ihm zu viel und nicht mal die Kinder mag er sehen und so. Es macht echt keine Freude mehr und das erlebst du Monat für Monat über längere Zeit. Und dann fängt da plötzlich so ein netter Kollege im Büro an. Sympathisch, gut aussehend. Und er läuft sich einen Kaffee holen und geht an deinem Schreibtisch vorbei und er lächelt dich richtig an. Und dein Herz geht auf. Und am vierten Tag fragst du dich, wann holt er seinen Kaffee? Und nach einer gewissen Zeit merkst du, hey, wir flirten so richtig miteinander. Nur so durch Blicke und so. Und ein paar Monate später, da geht ihr miteinander in die Kantine zum Mittagessen. Und ihr habt richtig gute Gespräche und so. Und irgendwann fragt er dich, hey, magst du nicht mal nach der Arbeit mit mir was trinken gehen? Und du denkst, hey, ich bin verheiratet, er ist verheiratet, was läuft da eigentlich? Ich müsste eigentlich jetzt die Bremse reinhauen. Und trotzdem sagst du, ja, merkt ihr, was da passiert? So ist es oft. So geraten Ehen in die Krise. Viele Fälle von Ehebruch, von außerehelichen Affären kommen so zustande. Mit deinem eigenen Partner erlebst du fast nur Dinge, die frustrierend sind, die Punkte runterfressen von deinem Liebeskonto. Vielleicht ist es auch schwer, wo ihr gerade durch müsst miteinander. Ihr habt viele gemeinsame Sorgen und Probleme und so. Und dann gibt es da jemand anderes, mit dem erlebst du nur die Sonnenseiten. Da ist es immer irgendwie nett und der bucht einen Punkt nach dem anderen bei dir drauf auf dein Konto. Und irgendwann hat der mehr oder vielleicht sogar deutlich mehr als dein eigener Partner. Und dann wird es wirklich, wirklich schwierig. Leute, so weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Deshalb müssen wir rechtzeitig die Weichen richtig stellen, ehe es zu spät ist. Das Ruder rumreißen. Und in der Regel sind es nicht ein paar große Aktionen, die da notwendig sind. Das kann auch mal sein, dass es wichtig ist, mal miteinander ein Ehewochenende zu machen und die Beziehung als Ganze richtig anzugucken. Oder dass es notwendig ist, irgendwelche Altlasten aufzuräumen, zu entrümmeln, die die Ehe belasten. Aber oft sind es viele, viele kleine Dinge, die unsere Beziehungen brauchen. Und für die wir uns entscheiden müssen und an denen wir arbeiten müssen, Tag für Tag. Ganz praktisch. Deshalb sagt Paulus das ebenso im Epheserbrief. Das sind die Dinge, auf die es ankommt. Ordnet euch einander unter. Übernehmt Verantwortung füreinander. Schaut, wie Liebe praktisch aussieht. Nährt euren Partner. Gebt ihm das, was er braucht. Stillt seine Bedürfnisse. Pflegt die Beziehung. Achtet aufeinander und ehrt euch gegenseitig. Es sind viele, viele kleine Dinge, wie das konkret wird. Kleine Geschenke, Komplimente,
Gespräche, wo ihr einfach Zeit füreinander habt. Streicheleinheiten, Einheiten, was auch immer notwendig ist. Lass dir was einfallen, um deinen Partner glücklich zu machen, um seine Bedürfnisse zu stillen, um kontinuierlich einzuzahlen auf sein Liebeskonto. Und jeder weiß, es ist nicht so einfach. Letzten Sonntag war ich in Braunfels am Wochenende und war dort im Gottesdienst. Und dann, weil ich da als Berater war, bin ich vorgestellt worden. Und die Frau, die den Gottesdienst moderiert hat, dachte, sie macht das ganz toll. Und fragt mich so spontan ein paar Sachen. Und ihr wisst, wenn es um spontane Dinge geht, ist es ganz, ganz schwierig für mich. Ich bin eher so der Typ, der lieber ein bisschen länger nachdenkt, bevor er was sagt und so. Dann holt sie mich da nach vorne und sie fragt, also richtig der Klassiker, ne? Welche drei Dinge würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel? Hey, das ist für mich so unrealistisch, dass ich diese Frage je klären müsste. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, obwohl das natürlich oft gefragt wird. Und so. Da habe ich da ein bisschen rumgegaxt. Ja, Bibel wäre ganz gut. Da ist mir eigentlich schon nichts mehr eingefallen. Dann habe ich irgendwann Joggingschuhe gesagt. Dann war ein Kind in der zweiten Reihe und fragt, und was ist mit deiner Frau? Und dann habe ich gesagt, hey, meine Frau würde ich nie unter Dinge einsortieren. Meine Frau ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und hinterher bin ich über mich erschrocken. Weil ich dachte, hey, wie leicht geht dir das über die Lippen. Meine Frau ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und wie schwer ist es oft, das in der Praxis zu leben. Weil es viele, viele, viele kleine Aufmerksamkeiten braucht. Viele Einzelentscheidungen, um das wirklich umzusetzen. Und ich kriege das nicht immer so gut hin, wenn ich ehrlich bin. Deshalb finde ich es sehr, sehr wichtig, dass wir dranbleiben an diesem Thema, dass wir nicht aufgeben. Manchmal ist es nicht leicht. Manchmal fallen wir auch hin miteinander und wir müssen Nachsicht üben, wir müssen Vergebung praktizieren, müssen uns neu füreinander entscheiden, müssen viel Verständnis aufbringen. Und da ist mir natürlich sehr, sehr wichtig, dass Gott dabei ist, dass Gott uns hilft. Und es ist für mich ein Riesengeschenk, dass ich Christ bin, dass ich auf die Kraft Gottes zurückgreifen darf, dass ich Vergebung kenne, wie Jesus gelebt hat, das ist das Modell, Jesus, seine Gemeinde, so leben wir es auch in unseren Beziehungen. Aber an anderen Stellen wiederum geht es mir genauso wie jedem anderen Menschen auf dieser Welt. Eine Beziehung zu leben, ist einfach Kleingeld einzahlen. Und da sind wir alle in derselben Situation, ob wir Christen sind oder nicht. Lasst euch immer wieder neu ermutigen und herausfordern, das zu praktizieren, was hier steht. Jetzt möchte ich die Elke Kunz nach vorne bitten. Elke und ich und Andreas war auch dabei, ihr Mann, aber der darf heute Bass spielen und sie, sie hat die andere Aufgabe. Wir saßen zusammen bei einem Geburtstag und haben uns darüber unterhalten. Es war ein super Gespräch. Wie es eigentlich ist, wenn man viele Jahrzehnte verheiratet ist. Und was da anders ist, wie wenn man jung war und so. Und da hat die Elke ein paar Dinge gesagt, wo ich sagte, hey, das ist was ganz Wichtiges. Hat mich sehr berührt und ich sagte, das musst du mal teilen mit unserer Gemeinde. Und ja, sie konnte nicht anders, nicht Nein sagen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du es jetzt einfach... Ja, Eberhard hat ja schon gesagt, wir saßen locker zusammen und im Laufe des Gesprächs sind wir auf unsere Erfahrungen mit Ehe gekommen. Und nach unserem Austausch meinte er, dass ich darüber was sagen sollte. Es fällt mir ziemlich schwer, auf der Bühne zu stehen, das ist eher Andreas' Sache als meine. Ich möchte es aber zur Ehre Gottes tun, zur Ehre Jesu. Und als mögliche Ermutigung, weil ich das oft schon erlebt habe, dass mich so Erfahrungen anderer ermutigt haben. Andreas und ich, wir sind seit 42 Jahren verheiratet.
Wir haben unseren gemeinsamen Weg ganz bewusst mit Gott als Dritten im Bund begonnen. Wir waren sehr jung. Ich war 19, er 21. Bereits ineinander verliebt, hatte sich Andreas noch von Gott ein Zeichen erbeten, dass ich seine Frau werden soll. Und Gott hat ihm diese Bitte erfüllt. Das ist so Andreas' Art, mit Gott zu dealen. Das ist nicht jeder so ins Weg. Aber in kritischen Zeiten, und die gab es immer wieder, hat uns das Wissen, dass unsere Ehe der Wille Gottes ist, sehr geholfen. Ein Satz, den ich kürzlich mal gehört habe, den ich auch voll unterstreichen möchte, lautete: Wir wurden in einer Zeit geboren, in der es nicht üblich war, wenn etwas in der Ehe kaputt gegangen ist, sie wegzuwerfen, sondern zu reparieren. Dieses Reparieren haben wir nicht ohne Gottes Hilfe geschafft. Ohne den Anstoß des Heiligen Geistes, einen reflektierten Blick auf mich selbst zu werfen. Und dann der Anstoß, den eigenen Stolz, die eigene Verletztheit am Kreuz zu lassen und einander um Vergebung zu bitten. Vergebung ebenfalls nicht ohne Gottes Hilfe. Und oft erst nur als Gehorsamschritt. Die Emotionen mussten oft noch folgen. Es war immer ein Prozess, bis ich Jesus bitten konnte, dass er in meine Emotionen kommt und mir wieder das verloren geglaubte Gefühl der Liebe zu Andreas schenkt. Ich habe viele Bitten in meinem Leben an Gott gehabt und die wurden nicht immer direkt erhört. Aber dieses Gebet erhörte mir Jesus immer. Die Liebe zu Andreas kommt zurück. Und ihm ging es genauso. Wir wissen, dass wir bis zu unserem Lebensende an unserer Beziehung arbeiten dürfen. Jedes Lebensalter hat seine eigene Herausforderung. Unser Wunsch ist eine gute Qualität. Mit Gottes Hilfe und in der bewussten Nachfolge Jesu brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Es gelingt aus Gnade. Und wir haben mit unserer Ehe ein wunderschönes Geschenk von unserem himmlischen Vater bekommen. Vielen Dank, Elke. Danke, dass du das so mit uns geteilt hast. Sie hat es erzählt, damit ihr ermutigt werdet und um uns einfach Hoffnung zu geben. Und es lohnt sich mit diesem Wunsch, wir brauchen Erneuerung, auch in unserer Beziehung zu Gott zu kommen und seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und das gibt Kraft für all die vielen, vielen anderen Dinge, die einfach auch dazugehören und die wir leben wollen. Wir sind am Ende. Die zentrale Idee für die Woche vor uns habe ich folgendermaßen formuliert: Lass nicht nach darin, deinen Partner zu verwöhnen, zu überraschen und für seine Bedürfnisse zu sorgen. Ich hätte auch sagen können, lass nicht nach, deinen Partner zu lieben, aber ich wollte einfach deutlich machen, es muss konkret werden. Es gibt viele, viele einzelne Dinge, die wichtig sind, wenn wir Beziehungen gestalten wollen. Und es ist nichts davon, ist so schwierig, dass es uns überfordern würde. Wir müssen einfach uns immer wieder neu dafür entscheiden und sagen, meine Ehe, meine Beziehung hat einfach eine ganz hohe Priorität in meinem Leben und das muss in viel Kleingeld einzahlen auf das Liebeskonto, einfach konkret werden. Arbeitet in dieser Art und Weise an euren Beziehungen. Fangt heute damit an, macht es immer wieder. Und dann werden wir nicht an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt ist es zu spät. Amen. Wir wollen beten und ich würde euch bitten, dazu aufzustehen. Herr, du siehst uns, du kennst unser Herz, du kennst unser Leben, du kennst die Beziehungen, in denen wir stehen. Du siehst diejenigen unter uns, die sagen, ja, das war jetzt heute interessant, aber ich habe gar keinen Partner. Wie schön wäre es, einen zu finden.
Und sie stehen auch vor dir mit ihren Wünschen, mit ihren Sehnsüchten. Und du siehst diejenigen unter uns, die frisch verliebt sind, die in einer ganz anderen Situation sind, wo es jetzt darum geht, richtig zu prüfen und was ist dein Weg und so. Und du siehst diejenigen von uns, die eine Zeit lang zusammen sind und es läuft gerade richtig gut. Wir freuen uns, dass es so ist für sie, aber das ist keine Sache, die, wo man für immer beruhigt sein kann. Und du kennst diejenigen von uns, die seit vielen Jahren in Beziehungen leben und jede Phase hat ihre eigenen Herausforderungen, ihre eigenen Kämpfe, ihre eigenen Nöte auch. Und wir müssen nichts vormachen, dir nichts vormachen, einander nichts vormachen. Hilf uns zu einer ganz tiefen Ehrlichkeit voreinander und vor dir und zeige uns, wie wir uns wirklich rein investieren können in unseren Partner, in unsere Beziehungen. Zeige uns, was dafür notwendig ist. Wenn es große Dinge gibt, die ausgeräumt werden müssen, dann gib uns den Mut, es anzupacken. Und wenn es die vielen kleinen Dinge sind, die wir neu lernen müssen, dann pack uns heute und bring uns auf einen guten Weg. Und hab Dank, dass wir wissen dürfen, du bist der Erfinder der Ehe und du willst, dass Ehen gelingen und du willst auch uns helfen, dass es bei uns klappt. Wir bitten um deine Hilfe. Lasst uns auch gemeinsam beten mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel.